Grüß Gott, liebe Mitmenschen. Es kann sich jedem von uns die Frage stellen, wer und was sind wir Menschen? Was ist die Erde? Wie ist sie aufgebaut? Was für eine Vergangenheit haben wir? Was ist die wahre Wirklichkeit der Gegenwart? Und welche Zukunft erwartet uns Menschen? Wer sich nicht mit einfachen, widersprüchlichen Antworten zufrieden gibt, kann Antworten finden, die dem jeweiligen, selbstbewussten Wahrheitsempfinden der individuellen menschlichen Urteilsfähigkeit entspricht. Dazu sei jeder Mensch Kraft seiner Wahrheitsliebe aufgerufen. Wir Menschen sind geistige Wesen. Vor der Geburt wird unsere Erdverkörperung von den höchsten Geisteswesen der Engelhierarchien entsprechend unserer bisherigen Erdverkörperungen und dem daraus entstandenen Schicksal unter Anbetracht der Möglichkeiten, die auf der gegenwärtigen und unmittelbar zukünftigen Kultur-, Völker-, Zivilisations- und zwischenmenschlichen Leben ausgearbeitet. Wir sind ein sich in Entwicklung befindliches geistiges Wesen. Nach unserem Tod leben wir als geistiges Wesen in der geistigen Welt bis zur nächsten Wiedergeburt. Der Mensch soll, so er sich entsprechend entwickelt, zukünftig eine 10. Hierarchie der Engel werden, hinzukommend zu den 9 bekannten Hierarchien der Engel. Ein Geisteswesen mit den vorzüglichen Eigenschaften von Liebe und Freiheit. Um dem Menschen die Freiheit zu ermöglichen, mussten Widersacher der guten, berechtigten Menschheitsentwicklung auftreten, wodurch erst ein Raum für Freiheit entstand. Diese Widersacher werden auch verallgemeinernd und ungenau als der Teufel bezeichnet. Es gibt aber eine Vielzahl solcher Widersacherwesen. 2 haben für den heutigen Menschen eine entscheidende Rolle. Luzifer will den Menschen wegziehen von der mühseligen Erdenschicksalsentwicklung. Ahriman will den Menschen von der geistigen Welt abschneiden und die Menschheit für immer mit der materiellen Erde in einer ihm eigenen 8. Sphäre festhalten. Heute leben wir im Zeitraum des Ahriman. Der Mensch kann heute durch das Wirken des Ahriman viel über die materielle Erde lernen. Es ist das Zeitalter eines nie dagewesenen Materialismus, also eines Weltbildes, das die Welt als Materie beschreibt, denkt und umschaffen will. Doch Ahriman und sein Wirken haben die Grenzen des Berechtigten überschritten und die Menschheit steht heute in ihrer Leugnung der geistigen Welt und des Geisteswesens sein am Abgrund, am katastrophalen Scheitern der ganzen Erden- und Menschheitsentwicklung. Wir leben in einer entscheidenden Weltenzeitenwende der Menschheitsentwicklung. Die Menschheit, wenn sie weiter in dieser Art von Kultur-, Zivilisations- und Umweltzerstörung, Leugnung der geistigen Welt und Krieg gegen das Menschsein bewegt, wird keine glückliche Zukunft sehen. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen und küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort.
Der Zustand der Menschheit ist sehr ernst. Vor 2000 Jahren stand die Menschheit davor, sich auf Erden aufgrund der Verhärtung des physischen Leibes nicht mehr verkörpern zu können. Das wichtigste Ereignis der Menschheits- und Erdenentwicklung fand statt. Das Auftreten des Jesus Christus, das Ereignis von Golgatha, die Auferstehung von den Toten, die Erschaffung des neuen menschlichen Erdenleibes, des Auferstehungsleibes, durch den Gottessohn, durch den Sonnenlogos, durch den Christus. Was eine Götterangelegenheit war und von einem Gott zur Erlösung der Menschheit durchlitten und vollbracht wurde, ist heute, wo der Mensch sich zu einer selbstständigen, freien, geistigen Wesenheit entwickeln soll und muss, alleinig eine Menschheitsaufgabe. Ich kenne, wo ein festes Schloss, ein stiller König wohnt darinnen, mit einem wunderlichen Tross. Doch steigt er nie auf seine Zinnen, verborgen ist sein Lustgemach, und unsichtbare Wächter lauschen, nur wohlbekannte Quellen rauschen, zu ihm herab vom buntem Dach. Was ihre hellen Augen sahen, in der Gestirne weiten Seelen, das sagen sie ihm treulich an und können sich nicht satt erzählen. Er badet sich in ihrer Flut, wäscht sauber seine zarten Glieder und seine Strahlen blinken wieder aus seiner Mutter weißem Blut. Sein Schloss ist alt und wunderbar, es sank herab aus tiefen Meeren, stand fest und steht noch immer da, die Flucht zum Himmel zu verwehren. Von innen schlingt ein heimlich Band sich um des Reiches Untertanen, und Wolken wehen wie Siegesfahnen herunter von der Felsenwand. Ein unermesslich Geschlecht umgibt die fest verschlossenen Pforten, ein jeder spielt den treuen Knecht und ruft den Herrn mit süßen Worten. Sie fühlen sich durch ihn beglückt und ahnten nicht, dass sie gefangen, berauscht von trügerlichem Verlangen, weiß keiner, wo der Schuh ihn drückt. Nur wenige sind schlau und wach und dürsten nicht nach seinen Gaben. Sie trachten unablässlich nach, das alte Schloss zu untergraben, der Heimlichkeiten urmächtigen Bann kann nur die Hand der Einsicht lösen. Gelingt, das Innere zu entblößen, so bricht der Tag der Freiheit an. Dem Fleiß ist keine Wand zu fest, dem Mut kein Abgrund unzugänglich. Wer sich auf Herz und Hand verlässt, spürt nach dem König unbedenklich. Aus seinen Kammern holt er ihn, vertreibt die Geister durch die Geister, macht sich der wilden Fluten Meister und heißt sie selbst heraus sich ziehen. Je mehr er nun zum Vorschein kommt und wild umher sich treibt auf Erden, je mehr wird seine Macht gedämmt, je mehr die Zahl der Freien werden. Am Ende wird von Banden los das Meer die leere Burg durchdringen und trägt auf weichen, grünen Schwingen zurück uns in der Heimat Schoß. Nichts und niemand kann die Menschheit retten. Die geistigen Wesen, Götter und Engel können helfen, doch entscheiden und tun muss der freie Mensch selbst. Nur eine Waffe taugt, die Wunde schließt der Speer, nur der sie schlug. Sei heil, entzündigt und entzündet, denn ich verwalte nun ein Amt.
Gesegnet sei dein Leiden, das Mitleids höchste Kraft und reinsten Wissens Macht, dem Zagen Toren gab, den heil'gen Speer, ich bring ihn euch zurück. O welchen Wunders höchstes Glück, der deine Wunde durfte schließen, ihm seh ich heil'ges Blut entfließen, in Sehnsucht nach dem verwandten Quelle, der dort fließt in des Grales Welle. Nicht soll der mehr verschlossen sein, enthüllet den Gral, öffnet den Schrein. Höchsten heiles Wunder, Erlösung dem Erlöser. Es ist, wie dies Richard Wagner im Parsifal ausgedrückt hat. Nur eine Waffe taugt, die Wunde schließt, der Speer, nur der sie schlug. Den Speer, ich bring ihn euch zurück. Der Mensch wird von den Widersachern und ihren Helfershelfern in Unwahrheit und Getrenntheit gehalten. Jeder Mensch muss für sich die Wahrheit finden, erkennen, in seinem Inneren und Äußeren zum Sieg verhelfen. Es ist ein Kampf für die Wahrheit, für die geistige Welt, persönlich für jeden einzelnen Menschen und für die Menschheit. Die Welt ist aus dem Schaffen und Tun der geistigen Wesen entstanden. Materie ist nichts anderes als verdichteter Geist. Alles, was in der Welt vor sich geht, ist kein Zufall, sondern hat immer einen geistigen Urquell, eine geistige Veranlassung. Es gibt auf Erden viele Gemeinschaften, die in einer engen Beziehung zu geistigen Wesenheiten leben und von denen geistige, religiöse Rituale durchgeführt werden. Das können sein teuflische Rituale, naturreligiöse Rituale und christliche Rituale. Die eine oder andere geistige, göttliche Wesenheit tritt dabei mit der Menschengemeinschaft und dem Umfeld in Verbindung und wirkt in ihrer Wesensart. Dies kann wahrgenommen werden, besonders die positive Wirkung einer christlichen Wandlung auf die Gemeinschaft und ihre Umgebung. Wie man auch erleben kann, die negative Wirkung von antichristlichen Ritualen. Seit der Zeitenwende bis in alle Zukunft sind christliche Rituale das berechtigte Gute. So wie wir heute im Michael-Zeitalter leben, gibt es einen berechtigten, im Sinne der Menschheitsentwicklung wirkenden Gottesdienst, einen christlichen Michaelsdienst. So wurde eben im Zuge einer großen geisteswissenschaftlichen Offenbarung vor ungefähr 100 Jahren ein Grundstein gelegt für einen christlichen Michaelsdienst.
Menschenseele, du lebest in den Gliedern, die dich durch die Raumeswelt in das Geistesmeereswesen tragen. Übe, Geist erinnern, in Seelentiefen, wo in waltendem Weltschöpfersein das eigene Ich im Gottes-Ich erweset und du wirst wahrhaft leben im Menschen-Welten-Wesen. Denn es waltet der Vatergeist der Höhen in den Weltentiefen Sein erzeugend. Seraphim, Cherubim, Throne, lasset aus den Höhen erklingen, was in den Tiefen das Echo findet. Dieses spricht Ex Deo Nascimur. Das hören die Elementargeister im Osten, Westen, Norden, Süden. Menschen mögen es hören. Menschenseele, du lebst in dem Herzenslungenschlage, der dich durch den Zeitenrhythmus ins eigene Seelenwesensfühlen leitet. Übe Geist besinnen im Seelengleichgewichte, wo die wogenden Welten werde Taten, das eigene Ich dem Welten-Ich vereinen. Und du wirst wahrhaft fühlen, im Menschen Seelen wirken. Denn es waltet der Christuswille im Umkreis, in den Weltenrhythmen Seelen begnadend. Kyriotetes, Dynamis, Exousiae, lasset vom Osten befeuern, was durch den Westen sich gestaltet. Dieses spricht in Christo Morimur. Das hören die Elementargeister im Osten, Westen, Norden, Süden. Menschen mögen es hören.
In der Zeitenwende trat das Weltengeisteslicht in den irdischen Wesenstrom. Nachtdunkel hatte ausgewaltet, taghelles Licht erstrahlte in Menschenseelen, Licht, das erwärmet die armen Hirtenherzen, Licht, das erleuchtet die weisen Königshäupter. Göttliches Licht, Christus Sonne, erwärme unsere Herzen, erleuchte unsere Häupter, dass gut werde, was wir's Herzen gründen, aus Häuptern zielvoll führen wollen. Eine enge, fruchtbare Zwiesprache zwischen guten Göttern und hochentwickelten Menschen fand schon in Ephesus statt. Dies erzeugte den Neid gewisser anderer Götter, welche den Tempel zerstörten. Am Goetheanum fand wieder ein solcher fruchtbarer Austausch zwischen den guten Göttern und entsprechend entwickelten Menschen statt. Dies erzeugte den Neid anderer Menschen, die den Tempel zerstörten. Heute ist es wieder möglich, dass eine entsprechend hoch und gut entwickelte Menschengruppe in eine fruchtbare und enge Verbindung mit den guten Göttern tritt. Und heute haben wir einen Neid anderer Götter und anderer Menschen. Der Neid, dieses Neiden, ist einer der größten Gefahren für die Menschheitsentwicklung.